Hallo Freunde, hier ist Benny, The Prodigy Barami. Mein Name ist Kemal Salih, a.k.a. Triple K, King Kong Kemal. Kemal wurde damals richtig frech zu mir und dann hat sich das hochgeschaukelt. So haben wir uns kennengelernt, mit Streit. Damals war ich kämpfen bei der GMC und habe halt auf jeden Fall gegen einen sehr starken Typen damals gekämpft. Mein zweiter MMA-Kampf war das gewesen. Ich war ein kleiner Junge, unvorbereitet, ohne Erfahrung gegen einen großen, starken Mann damals zu der Zeit. Und dann habe ich halt Benny Bayrami gesehen gehabt und auch kennengelernt. Wir haben auch schon gleich eine komische Elektrizität zwischen uns gehabt. Du hast doch gesagt, du wärst in meinem Kopf. Der ist ein Kopf, du hier. Aber das ist gar nicht. Aber wir sehen uns noch, Kollege. Ich werde dich vor gesamter Halle, von den 10.000 Leuten, werde ich dich so demolieren. Egal ob Stand, sei es Boden, Boden kannst du eh nichts. Deswegen werde ich dich so demolieren. Du wirst nach dem Kampf, ich hoffe, es deine Karriere abbrechen. Ich werde auf ihn losgehen. Wie ein Pitbull, mir ist es scheißegal. Du kleiner guck, dass du was anderes versuchst. Sowas funktioniert nicht, du kleiner du Hund, du okay, sowas geht nicht. Du Hund, was geht, Alter? Was versuchst du da? Benny Bayrami, ich geb dir gleich eine Backpfeife. Was los? Hier, komm! Es ist nicht wichtig, wie ich ihn kennengelernt habe. Wichtig ist, dass ich Rache möchte. Ich möchte meinen Rückkampf, den habe ich bekommen. Zwei im Boxen, aber wie gesagt, die Zukunft wird zeigen, wer der viel Bessere ist, wer der Bessere ist, wer der Bessere wird und wer der Bessere bleibt. Die Schlammschlacht sah so aus, dass ich ihn von A bis Z gedemütigt habe. Ganz Social Media, es hat Klicks gemacht bis in die Millionen. Und da habe ich ihn in jeder Hinsicht versucht fertig zu machen und ihn mental im Kopf zu brechen. Und das habe ich auch geschafft. Ich sage euch ehrlich, meiner Meinung nach ist Benny Bayrami einer der besten MMA-Kämpfer Deutschlands. Da gebe ich ihm 100% recht. Er hat sich gut geschlagen in seiner Vergangenheit, er hat sich gut gemacht, er hat sich gut promotet, alles schön und gut. Er hat sehr starke Bodenerfahrung, er kann kämpfen, die letzten Kämpfe liefen nicht so gut. Muss nicht sein, Niederlagen gehören dazu, die machen ja auch einen nur stärker. So mit kommt ja auch Benny stark zu diesem Kampf. Er wird auf jeden Fall richtige Heilbronner Bretter bekommen und Brackenheimer Bretter, sage ich mal. Was sind denn diese NRW-Schellen? Ich werde dir NRW-Schellen zeigen, Junge. Wen schellst du hier, Lan? Ich schell dich, du kleiner Bauer. Ich habe Kemal einen Cut zugefügt und in der zweiten Runde habe ich auf ihn eingehauen. Dann war die Ringpause und dann hat er aufgegeben. Er konnte nicht mehr, von meinen Schlägen wahrscheinlich. Und dann hat der Ringrichter den Kampf abgebrochen. Aber warum ich der bessere Mann bin, ist einfach, weil ich komme von mir selbst. Ich habe selber trainiert, ich habe alles selber gelernt. Ich habe mir alles selber beigebracht. Ich bin jeden Tag Gott froh, wir sind gesund und wir haben die Plattform bekommen. Und ich bin ready, den Jungen auf jeden Fall richtig daher zu schlagen. Spätestens hau ich dich in der zweiten Runde K.O., Benny. Spätestens in der zweiten Runde. Wenn du es schaffst, länger zu überleben, dann, wenn du es echt schaffst, länger als zwei Runden zu überleben, dann sage ich dir, dass du ein guter Boxer bist. Aber ich sag dir, in diesem Kampf wirst du K.O. geschlagen. Deine Lichter werden ausgeschaltet, Junge. Ja, das hat Kemal auch beim ersten Kampf gesagt, dass er mich in der ersten Runde K.O. haut. Am Waagetag. Er hat gesagt, dass er mir den Kiefer brechen wird. Er hat gesagt, dass ich nach dem Kampf mit ins Krankenhaus muss. Leider ist das dann doch nicht so erschienen, weil es ist dann umgekehrt passiert. Er war danach im Krankenhaus, er hatte danach Cuts, er hatte danach blaues Auge. Ich war unversehrt nach dem Kampf und mir ging super. Und das wird bei dem Kampf auch sein. Also er wird mich niemals ausnocken. Also nicht mal von 100 Kämpfen hätte er nicht mal einmal eine Chance gegen mich. Benny, bereite dich so gut wie möglich vor, weil du wirst einen Kemal erwarten, den du noch nie gesehen hast. Du wirst Raketen ins Gesicht bekommen, Bro. Raketen, nicht nur Raketen, Bomben. Ich weiß nicht, wie man das auf Albanisch nennt, aber ich sag dir einfach nur, komm runter, Junge, komm runter, weil du hast dir dein Grab selber geschaufelt und ich werde dich da höchstpersönlich reinhauen, Junge. Sichert euch jetzt die Tickets für den 12. Juli bei der AAA Fight Series 3. Die Kanalratte gegen mich. Und ich werde ihn für immer und ewig in die Kanalisation schicken und er wird nie wieder rauskommen. Am 12.07. werde ich meinen dritten Boxkampf bestreiten, das gegen Benny Bayrami.
sichert euch die Tickets. Und ich habe einfach Bock auf die Show. Ich habe Bock, euch präsentieren zu dürfen, dass ich einer der besten Kämpfer bin. Und Peace.